der braucht wieder einen Kameramann. Ja, ja, ja. Und so schließt sich eigentlich so ein Kreislauf, weil man sich einfach gegenseitig unglaublich unterstützen kann. Gerade wenn man, wenn man am Anfang ein Stück weit ist oder wenn man ja, einfach aus der gleichen Gegend kommt. Warum soll man, sich nicht gegenseitig helfen? Genau. Sonst, was geht, ja? Lange nicht mehr gesehen. Das stimmt, Bruder, das stimmt, ja. So, Corona-Vorskehen. Wir haben es auch überlebt, oder, bisher, ja. Wir sind noch am Leben, ja. Sonst, wie läuft das Leben? So weit aus, ja. Ja. Bei dir auch, ja. Bei mir alles gut. Let's talk. Let's talk ist wieder da, ja. Ja, Mann, sonst... War das letztes mit den Jungs, habe ich gesehen, gell? Wir waren letztes Mal mit den Jungs, auf jeden Fall ein nettes Gespräch mit den Jungs. Haben wir ja über das Nachtleben in Wiesbaden geredet. Ja. Und ja, war schon, also für die jüngere Generation war es auf jeden Fall geil. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem Onkel geredet, der war jetzt ein bisschen älter. Und der hat dann halt so gesagt, ey, hier ging's richtig ab mal hier in Wiesbaden. So, weißt du, aber davon wissen wir ja nicht, weißt du, dass es mal hier richtig abgeht. So, und da hat er mir schon ein paar kleine Tipps gegeben. So, und ich denke mal, wir werden so ein paar zwei machen, auch mit der älteren Generation. Ja, um einfach mal deren Meinung auch mal zu sehen. Von früher, oder genau, was die Eindrücke? Ja, okay, also, geil. Ja. Bin da schon so ein bisschen mal was am Gucken. So. Ja, Mann. Ansonsten, ja, let's talk. So. Was geht, White Whisper? White Whisper, ja. Du hast ja seit einem Jahr, gell? Glaube ich, bist du seit dran. Circa einem Jahr sind wir jetzt vorbei, ja. Ja. Sind jetzt gestartet, ja. Nice. So, erzähl mal so, wie habt ihr angefangen? Wie kamt ihr auf den Namen White Whisper, falls die Leute das noch nicht kennen? Ja, also erstmal, wir sind ein Fashion-Band, ja, relativ neu noch, ja, wie gesagt, ich glaube seit Dezember sind wir jetzt dabei, also da hatten wir dieses Event, sage ich mal, dieses Release-Event hier in Mainz, und genau, seitdem sind wir im Einsatz, und ja, so hat sich das alles jetzt so ein bisschen entwickelt, dann kam die erste Kollektion, und jetzt sind wir am Start, ja. Also, wie hat das alles so angefangen mit White Whisper, mit sozusagen, wie kam die auf die Idee überhaupt, so eine Brand aufzubauen, zu starten? Wie kamt ihr auf diese Idee? Also ehrlich, muss ich gestehen, ich bin schon immer so ein bisschen in diesem Fashion-Film. Ja, also ich bin schon immer sehr, sehr modeinteressiert, sehr, sehr affin so in der ganzen Geschichte. Und ja, bin immer so ein bisschen drauf hängen geblieben. Ja, also ich muss sagen, also ich habe schon immer so unterbewusst so für mich gesagt, irgendwann musst du mal sowas machen. Ja, und da habe ich ja früher mal Events gemacht in Mainz. So ein bisschen auch mit Mode so ein bisschen verbunden, wo wir davor dann so ein paar T-Shirts so ein bisschen verkauft haben. Ja. Und mit dem Alex Torres noch, der jetzt Musik macht. Ja, da habe ich auch gehabt. Der hätte ich auch in meinem Shop. Mit der Marco. Mit dem habe ich das eigentlich gemacht. Ja. Und liebe Grüße immer. Ja. Und genau, dann hat sich das jetzt alles so ein bisschen entwickelt, dass ich gesagt habe, okay, ich will das mal richtig machen, ja, diese ganze Modegeschichte. Und kam dann mit dem lieben Pölk zusammen, der so ein bisschen, ich sag mal, in der Predigerszene so ein bisschen aktiv ist und versucht, den Menschen christliche Werte mit an die Hand zu geben. Und dann haben wir damals für ihn eigentlich überlegt, wie kann man das gestalten, dass man, ich sag mal, diese christlichen Werte ein bisschen cool nach außen verkauft. Ja, also einmal mit seinen Events verbunden und ein Stück weit, um auch das jüngere Publikum so ein bisschen mitzunehmen. Ja, da kam dann im Endeffekt die Mode bei raus, wo wir gesagt haben, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, einfach um gewisse Werte unterschwellig nach außen zu tragen. Ja, und so ein bisschen meine Leidenschaft, meine Passion damit einzubringen. Und so ist dann White Whisper im Endeffekt entstanden. Ja. Und wie lief die, ich habe das Event gehabt in Good Leute. Genau, ja. Da konnte ich leider nicht dabei sein. Ja, ich bin immer noch sehr, sehr traurig. Ja, ich bin auch sehr, sehr traurig, weil ich habe die ganzen Snaps gesehen und die ganzen Videos und habe da gesehen, dass da Full House war. Doch gehört, dass es ausverkauft war. Ja. Also, dass der Brand ausverkauft worden gewesen ist. Ja. Und wie war so der Eindruck für dich, so sowas zu erleben hier im Umkreis Mainz, Wiesbaden? Also erstmal muss ich sagen, man konnte vorab ja wenig einschätzen, was so passiert. Mhm. Ja, also wir haben damals mit dem Viktor Rabe, dem Besitzer von Good Leute, gesprochen. Und der hat gesagt, ey Jungs, macht das, ein geiles Konzept. Oben bei mir im Atelier könnt ihr eure erste Kollektion umstellen.
Und haben wir gesagt, ja gut, wenn sich so eine Möglichkeit ergibt, ja, dann machen wir das doch gerne. Und ein Stück weit hat sich das dann so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir releasen unsere erste Kollektion einfach dort, ja, stellen den Leuten vor, stellen dort White Biz vor uns, unser Projekt einfach ein bisschen vor. Und ja, hatten dann so danach noch einen DJ, der so ein bisschen Musik noch gemacht hat. Mhm. Ja, und ja, war ein sehr, sehr schönes Event, wirklich. Und ja, Hoodies sind weggegangen. Ja. Und wir hatten sehr, sehr schönes Feedback auch bekommen von allen. Und ganz, ganz viele Freunde haben mitgeholfen. Es war wirklich so ein rundum so ein Event, wo ich gesagt habe, Digga, war wirklich sehr, sehr schön. Ja, ein toller Start. Und ja, sind wirklich gut so, die ganze Geschichte ist so angelaufen. Und dann auch unseren Restock, den wir, ich glaube, 2 Wochen später gemacht haben. Nee, ein bisschen später, 1 Monat später haben wir den gemacht. Und wo wir dann auch, ich glaube, nach 8 Stunden oder sowas ausverkauft waren. Ja. Und dahingehend, dass du halt wenig abschätzen konntest du am Anfang, wie nehmen die Leute das an, wie kommen die Sachen überhaupt an. Ja, war das so einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Nice. So, wie seid ihr überhaupt da an die ganze Sache rangegangen, so ein Event, sag ich mal, zu planen und auch, konntet ihr auch gar nicht abschätzen, wie viele Leute da kommen werden, wie viele Polizisten überhaupt da sein sollen, so wie seid ihr da vorangegangen? Also erstmal haben wir ewig nach einem Produzenten gesucht. Ja. Also das war eine Mission. Wo habt ihr das denn angeguckt? Eigentlich wollten wir es in Deutschland machen. Okay. Aber gerade so am Anfang ist das finanziell dann auch so eine Geschichte. Das ist dann ein bisschen teuer gewesen, die Geschichte. Sodass du komplett nur in Deutschland produzieren lassen kannst. Okay. Ja. Und dann sind wir damals in die Türkei geflogen und haben dort eine Produktionsstätte gesucht, die einfach so ein bisschen unseren Werten einfach entsprechen. Mhm. Ja. Und wo du halt auch weißt, was gemacht wird. Mhm. Also wo du halt sehen kannst, okay, ich sag mal ein Stück weit, so sieht der Stoff aus, so wird er produziert. Und ich muss sagen, ich kannte das ja auch so gar nicht. Ja, also wir waren da unten und hast das erste Mal gesehen, okay, so läuft das eigentlich. Ja, und wie wird so ein T-Shirt eigentlich gemacht, wie wird so ein Hoodie gemacht. Ja. Und da hatten wir eine sehr, sehr gute Produktionsstätte, der auch Deutsch gesprochen hat. Ja, ja, dort. Vorteil, ja. Und Corona ist da. Und ja, wo du einfach mal so einen Einblick in die Geschichte bekommen hast, wo du dann auch auf jeden Stoff so ein Stück weit einen Blick drauf werfen konntest, konntest fühlen, konntest sagen, okay, so willst du es haben, so willst du es nicht haben. Ja. Und ein Stück weit ist dann das genauso umgesetzt worden, wie du es wolltest. Ja. Und das war schon mal eine sehr, sehr große Hürde, so erstmal eine Produktionsstätte zu finden, wo du sagst, hier kannst du mit gutem Gewissen einfach produzieren. Ja. Und dann haben wir das damals dann dort machen lassen. Aber wollten halt trotzdem hier in Deutschland die Sachen bedrucken lassen. Okay. Einfach auch, dass wir so ein bisschen hier vor Ort auch ein bisschen die Locals, sag ich mal, ein bisschen unterstützen. Und haben das dann hier in einem Mainzer Druckladen gemacht. Okay. Und genau, haben dann dort die Hoodies vor Ort dann hier drucken lassen. Okay. Und dann kam so dieses Gesamtprojekt dann einfach raus, wo dann halt gesagt hast, okay, du hattest auf jeden einzelnen Schritt eigentlich so einen Einblick und konntest immer noch, sag mal, wenn du doch noch eine neue Idee hattest, konntest du noch was ändern und so. Mhm. Ja, und also die waren auch viel offener sozusagen. Also ja, war super. Also gerade so mit den Stoffen, das war halt super, dass du das halt dort unten dir einmal angeguckt hast und bist dann quasi mit den Sachen hergekommen und hast dann gesagt, okay, da willst du die Bedruckung, da willst du die Bedruckung. Ja, und konntest dann im Endeffekt so das machen, ja, worauf du wirklich Bock hattest. Ja. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, weißt du, dass du am Ende des Tages selber die Sachen tragen kannst, ja, aber sonst, ja, typisch, ja. Oh, wenn du es nicht selber feierst, dann, ja, dann ist es Quatsch, ja. Und ja, genau, dann konntest du am Ende dich einstellen und sagen, ja, genau so wollte ich die Sachen haben und so sind es ja noch geworden. Ja. Und dann zum Event, wie seid ihr daran vorangegangen? Also wie habt ihr da den Plan gehabt zu sagen, okay, wir brauchen jetzt 50 Pullis für die gewissen Leute, die kommen, oder... Einfach nur beraten. Nein, also gut, du hast ja. Also, wir hatten ein gewisses Startkapital, okay. Ja, und so hattest du auch ein bisschen Spielraum. Ja, also, okay. Du konntest jetzt nicht 10.000 Stück da machen, okay. Ja, sondern du konntest einfach mit der Menge, die du so vorhanden hattest, ich sag mal, wo du ein Stück weit abschätzen konntest, mit den Leuten, die du gerechnet hast, wo du gehofft hast, okay, dann nimmt einer auch mal nur die mit. Ja. Okay. Und so hast du am Anfang gespielt. Ja, okay. Und dann zum Restock konntest du halt so ein bisschen. Ich sag mal, hattest du so einen Eindruck, okay, wie sind die Sachen angekommen, ja, und konntest dann halt nochmal ein Stück weit die, ich sag mal, noch ein paar Sachen dann einfach online stellen, ja, und
war aber auch schwierig abzuschätzen. Also ich muss sagen, das ist so ein Spiel, jetzt so im Nachhinein, wenn du so nach 8 Stunden, ich sag mal, ausverkauft bist, hättest du sagen können, du hättest noch ein paar mehr machen können. Ja, natürlich, man weiß ja nie, was auch hier in Wiesbaden meinst, man weiß ja nie, was so was passiert, ja. Ja, da so. Das stimmt, ja. Genau. Das stimmt, ja. Nee, und so ist dann, ich sag mal, am Anfang brauchst du dafür, musst du erstmal so ein Gefühl dafür entwickeln. Mhm. Ja, also wie kommen die Sachen an? Feiern die Leute überhaupt die Sachen? Ja, hätte ja auch sein können, dass ihr gesagt habt, boah, Digga, also, ist zwar nett, aber lass gut sein. Ja. Ja, und deshalb war es jetzt so einfach, dass der Ansturm, nennen wir es mal Ansturm, die Anfrage einfach dann so gut war dann schön. Ja. Ja, und jetzt kannst du einfach dann für die nächste Kollektion so einfach ein bisschen mehr so ein Gefühl einfach dafür. Ja. Du hast ja vorhin auch von den Werten geredet, die sozusagen der Peric oder auch du dementsprechend auch so versucht zu vermitteln den anderen Leuten. Mhm. Was für Werte sind das denn so für euch? Mhm. Das sind einmal, ich sag mal, sozialchristliche Werte, also vor allen Dingen Werte wie Liebe. Also weil es auch unsere erste Kollektion hat sich jetzt alles komplett ums Thema Liebe gedreht. Mhm. Ja, wo, was ich auch glaube, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt in unserem Leben ist. Ja. Gerade Familie, also Freunde, für die man das ja eigentlich auch ein Stück weit alles macht. Mhm. Weißt du? Also nur, ich glaube immer, oder jeder, der was Eigenes macht, oder ein Stück weit auch alles, was man so im Leben macht, macht man ja auch. Ja. Entweder mit seinen Freunden, für seine Freunde, genau, für seine Familie. Und deshalb war es uns gerade wichtig, dass wir die erste Kollektion auch mit so einem starken Wort einfach auch bringen. Ja, ja. Ja. Und sonst sind also wirklich die sozialchristlichen Werte einfach große Topics so von uns, ja, also Frieden, Sachen wie geben, nicht immer nur nehmen, sondern auch was geben. Ja, ja. solche Sachen sind einfach sehr, sehr wichtig für unsere Kollektion und einfach in unserem Wertempfinden einfach. Ja. Also ich kenne dich ja schon seit gefühlt ewig. Wir haben ja damals zusammen gekickt. Ja. Danach ist ja jeder sozusagen seinen Weg gegangen, Fußballer und so. Und dann habe ich dann auch irgendwann mal mitbekommen, dass du versuchst, selbstständig deine Sachen zu machen, also selbstständig auch zu werden und dir was aufzubauen. So, wie kam überhaupt dieser Schritt von dem Fußball in die Selbstständigkeit? Mhm. Ja, ich glaube, du kennst das auch gut, wenn man so lange in der Kabine sitzt. Ja, und gerade ein Stück weit, als ich auch bei Wien Profi wurde und wo wir auch zusammen gespielt haben, war es ja ein Stück weit so, Digga, spielst du halt Fußball jeden Tag. Ja. Ja. Und ja, machst dann sonst nicht so viel. Ja? Ja, also klar hast du gewisse Interessen auch neben dem Fußball, aber du spielst halt erstmal Fußball und setzt so, gerade wenn du diesen Traum hast, Profi zu werden, sitzt man ja da und setzt auch so alles da dran. Ja. Dein ganzes Leben spielst du da. Oder wirklich, oder jedes Wochenende immer auf Fußballplatz gewesen. Ja. Und ich glaube, wenn du dann in der Kabine sitzt und jetzt ohne gegen den einen oder anderen was zu sagen, aber du merkst halt selber, dass du ein Stück weit immer die gleichen Gespräche führst. Also, es geht immer um die üblichen Themen, Autos, was weiß ich, so ein Scheiß. Ja. Und ich habe damals dann so gemerkt, wo ich gesagt habe, okay, pass auf, ich glaube so nach 2 Jahren, dass du so ein Stück weit, dass es so einen Moment gibt, wo man deinen Horizont auch ein Stück weit erweitern kann. Ja, und bei mir war das dann so, wo ich gesagt habe, okay, was macht mir Spaß, wo habe ich Freude dran, und was gibt es eigentlich noch neben dem Fußball? Ja, weil ich glaube, das ist auch das, was du jetzt hier auf deiner Show so ein bisschen machst, spiel ich auch noch Fußball. Aber einfach seinen Horizont so ein bisschen zu erweitern. Ja, und da habe ich dann halt so gemerkt, dass gerade so die Mode bzw. Mode, Fashion, Events eine sehr, sehr große Leidenschaft, eine sehr, sehr große Passion von mir ist. Ja, und habe mich dann immer so ein Stück weit immer mehr in diese Richtung so ein bisschen bewegt, so in dem Fußball. Ja, und gerade so die Selbstständigkeit, wovon du gerade redest, ist ja so ein Prozess, glaube ich. Ja, ich glaube, wenn man so den ganzen Tag Fußball spielt, was ja auch schön ist. Ja. Machst ja auch damit dein Geld. Kann man auch mit gutes Geld verdienen. Ja. Gibt es aber trotzdem auch noch was neben dem Fußball. Genau. Ja, und da so ein Stück weit sich für zu öffnen und zu sagen, okay, der Tag hat 24 Stunden und man kann ihn auch ein Stück weit anders nutzen. Ja.
ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Ansatz gewesen damals. Ja. Ich find's immer meistens der Moment, wo man so denkt, es gibt noch mehr im Fußball, das meiste, wenn du verletzt bist. Oh ja. Ja, stimmt. Ich habe das Gefühl, so, wenn du verletzt bist, ab dem Zeitpunkt, wo du dann richtig, also wo du die Größe, also eine große Verletzung hast, so und jahrelang vielleicht verletzungsfrei gewesen bist und dann noch immer verletzt bist, ich glaube, das ist die Zeit, wo du, wenn du doch vielleicht noch kein richtiger Profi bist oder so, dass du dann noch, sag ich mal so, dann noch merkst, okay, ey, es gibt noch mehr als nur Fußball. So, weißt du? Ja. Und zum Beispiel bei mir war das damals so, in der U19, wo wir noch zusammen gespielt haben, da habe ich ja auch einen Meniskusriss gehabt, da war ich jetzt mal ein halbes Jahr weg. Und da, ab da ging es mir dann so, okay, da gibt es noch mehr als Fußball. Weißt du, dann chillst du mehr mit deinen Freunden, bist dann mehr draußen, opferst dann nicht dein Wochenende für Sonntag 90 Minuten, sondern gehst mit deinen Freunden, mit den Jungs raus, weißt du, ich meine. So, und ja, dann merkst du halt einfach, dass es noch mehr da draußen gibt als nur Fußball. Also, dass du lernst gewisse Leute kennen und du informierst dich auch über gewisse Sachen und so, was du vielleicht in der Fußballzeit dann nicht gemacht hast, weißt du, sondern du hast nur Fußball, Schule, Fußball, Schule, Fußball, Schule. Du hast halt immer ein Leben lang so einen Ablauf. Ja, bis morgens in die Schule gegangen, bis dann vielleicht mal kurz nach Hause zum Essen, so eine kurze Mama hat oder gesagt. Dann gehst du wieder. Dann gehst du wieder. Und da hast du ja auch wenig Zeit, so gewisse Dinge auch zu hinterfragen, weißt du. Also, und gerade wo du sagst, in so Verletzungszeiten hat man ja so eine gewisse Zeit einfach, wo man auch, ich sag mal, das Leben so neben dem Platz auch ein Stück weit kennenlernt. Ja. Und umso schöner, dass du jetzt Jungs wie mir jetzt hier so eine Bühne bietest, in Anführungszeichen. Ja. Und wo man sich einfach so Dinge auch austauschen kann. Ja. Genau. Du hast ja auch vorhin auch mit Perrick erwähnt, dass ihr zusammen, sag ich mal, White Whisper aufgebaut habt und so. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Weil er spielt ja auch Fußball. Und so. Und alles Fußball. Alles Fußballer, ja. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist das dann so entstanden? Das ist eigentlich auch schon sehr, sehr lange. Seid ihr auch bei Wien der Jugend gespielt? Mhm. Und tatsächlich war es so, wir waren zusammen im Trainingslager. Ja, okay. Und ich wollte mit jemand ganz anderem aufs Zimmer gehen. Mhm. Ja. Und der Trainer wollte irgendwie, ja, das vielleicht, dass jemand ruhigeres an meiner Seite ist. Und so wurde mir dann der liebe Perrick zugeteilt. Mhm. Und ja, ich war damals 19, 18. Mhm. Und Perrick war damals schon, du kennst ihn ja auch, schon sehr, sehr so klar in seinem Denken, weißt du. Und war damals schon sehr in dieser, also du musst dir vorstellen, wir sind dann alle runtergegangen, haben dann Playstation gespielt und gechillt, weißt du. Und Perrick ist oben geblieben und hat sich Videos angeguckt. Okay. Ja, also so wie gewisse Prediger gehandhabt haben und sowas, wo ich noch dachte, Digga, komm mal mit, unten geht was ab. Ja. Und, aber trotzdem war das so, ich glaube 10 oder 14 Tage waren wir am Trainingslager und dann bist du ja trotzdem irgendwie immer zusammen. Da haben wir uns, ich sag mal, so ein Stück weit dann auch kennengelernt, besser kennengelernt und haben uns dann auch angefangen auszutauschen über gewisse Dinge. Und und irgendwie hat er mich immer so ein bisschen verfolgt. Ja, ich bin da hingewechselt, der kam auch hin. Ja. Und war einfach über diese Fußballerschiene. Mhm. Ja, und wir sind dann wirklich zusammen nach Worms gewechselt und sind seitdem einfach zusammen. Mhm. Ja, und es passt menschlich bei uns einfach sehr, sehr gut. Ja, und hat sich dann einfach mit den Werten, ich sag mal mit unseren Zielvorstellungen einfach so entwickelt, wo wir gesagt haben, Digga, warum machen wir nicht eigentlich was zusammen? So hat sich das dann alles entwickelt. Ja. Und du kennst ihn ja auch schon mittlerweile lange. Ja. Und so hat sich das alles dann, oder hat alles begonnen. Ja. Und umso schöner, wie das Ganze jetzt gestartet ist. Ja. Nice, Alter. Weil den Perry kenne ich ja, wie du auch gerade gesagt hast, auch schon eine gewisse Zeit. Und der hat sich auch dann, ich habe auch seine Entwicklung auch gesehen und so. Und auch wie er dann auch rüber ins Christliche rübergegangen ist, so weiß ich meine. Und hab dann das erste Mal, glaube ich, wo ich euch beiden zusammen getroffen habe, war, glaube ich, wo ihr mich angerufen habt, um mir irgendwas zu sagen oder mir irgendeine Idee zu sagen. Ihr kamt irgendwie auf mich zu, keine Ahnung. Dann haben wir ja gesprochen, ich glaube, es war im Café, glaube ich. Ja, stimmt, gesprochen, ja. Glaube ich. Nicht. Und da habe ich dann auch gesehen, was ihr genau macht und was ihr vorhabt und so. Und ich fand das überragend eigentlich, so, weil es sind eigentlich Sachen, also auch Werte für Menschen, die eigentlich auch jeder einzelne Mensch auch irgendwie übertragen sollte, so weißt du, was ich meine. Warum wir damals zu dir kamen?
War ja eigentlich, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen hier die Gegend einfach nicht zerstören. Genau, ja. Weißt genau, du, genau, ja, ja, weil du ja damals schon deine Show gehabt hast, mhm, ja, und wir gesagt haben, Digga, man muss doch, ich sag mal, hier ist eine Gegend, ja, Mainz, Wiesbaden, Rhein-Main, in Frankfurt noch dazu, wo so viele Menschen sind, die was Eigenes machen wollen, weißt du, und oder die was Eigenes machen, ja, und ja, wo wir gesagt haben, Digga, warum fangen wir nicht einfach an, alle uns zu supporten, weißt du, und uns gegenseitig zu unterstützen und hier einfach aus dieser Gegend was Cooles zu machen. Weißt du, ob das jetzt, ich nehme jetzt mal Emma, weil wir eben über ihn gesprochen haben, ja, der jetzt seit wirklich sehr, sehr langer Zeit schon so in dieser DJ-Club-Szene einfach tätig ist, jetzt auch anfängt zu producen, ja, und wirklich seit Jahren so seinen Weg geht und so, ich sag mal, seine Passion auch in diesem Bereich so gefunden hat, weißt du, und ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn man so an Menschen sieht, dass sie an so einer Sache dranbleiben, weißt du, und nicht, wenn der erste Wind kommt, weißt du, der erste Corona, der erste Gegenstoß kommt, sich so aus der Bahn werfen lässt und an so einer Sache dranbleibt und ein Stück weit seinen Weg so geht, weißt du, und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen hier in der Gegend gibt und die jetzt auch bei dir, viele ja schon in der Show waren, Alex, oder Laink jetzt mittlerweile. Auch selbst Emma Kof war ja bei mir. Genau, Emma Kof auch bei dir, genau, wie gesagt. Ja. Und wirklich viele Jungs so gibt, die einfach ihr eigenes Ding so machen. Ja. Und dass man sich einfach gegenseitig hier so ein Stück weit unterstützen kann. Ja. Und so kamen wir damals dann auch zusammen quasi. Genau, ja. Stimmt, ja. Nur weil das war ja auch... Also das war ja auch mein Kopf, was ich auch von Anfang an auch erreichen wollte. Einfach Leute zusammenzuholen in der Umgebung, die sich einfach versuchen, was aufzubauen. Also ich meine, und dann halt mit denen zu talken, um auch mehr herauszufinden oder vielleicht auch deren eine Plattform zu geben für Menschen, die vielleicht die nicht auf dem Schirm haben oder die nicht kennen. Mhm. Und deswegen kam auch so zum Beispiel du, Perik, auch Alex, die ich auch schon eine gewisse Zeit kenne und so, wo ich auch dann auch gesehen habe, dass sie auch versuchen, was Eigenes zu machen. Und ich mir dann auch versuche, was Eigenes aufzubauen und ich denke mal, dass man dann... Sitzen alle im selben Boot, genau, ja. Ja, versuche auch, sag ich mal, euch auch so eine Plattform zu geben und ihr gebt mir dann sozusagen auch was zurück, weißt du, Schweine? Und ja, also das, dieser Mindset hatte ich ja schon lange gehabt, auch so versuchen einfach miteinander einfach was aufzubauen, weißt du, Schweine, dass man in der Umgebung sich kennt, weiß, was der andere macht. Weißt du, zum Beispiel jetzt den Sali, der hinter der Kamera ist, den kenne ich auch schon ewig und ich weiß noch, als ich getanzt habe, da war er Videograf, also er ist immer noch Videograf. Dann kam er zu mir und meinte so, habt ihr Bock, was zu starten? Da war halt irgendwie so eine Challenge, irgend sowas war so. Und dann hat der mich und meine Jungs gerufen. Und dann waren wir dort, haben sozusagen da mitgemacht. Ja. So, das kann man noch, glaube ich, noch in YouTube sehen, gell? Und ja, seitdem, wie lange, wie alt war ich? Ich glaube, war 19, 20, glaube ich. Also, ja, Mann, ja. Auch da, also, von da kenne ich ihn auch und so. Und jetzt supportet er mich in meinem Ding, was ich mache. So und so sollte es eigentlich so. So ergibt sich immer was, weißt du? Und so braucht, ich sag mal, nimm mal einen Kameramann, braucht ja irgendwelche Artisten, die irgendwas machen, damit er, sag mal, auch den nächsten Schritt gehen kann, weißt du? Und so braucht vielleicht der Rapper einen Producer, der braucht wieder einen Kameramann. Ja, ja, ja. Und so schließt sich eigentlich so ein Kreislauf, weil man sich einfach gegenseitig unglaublich unterstützen kann. Gerade wenn man am Anfang ein Stück weit ist oder wenn man einfach aus der gleichen Gegend kommt. Warum soll man sich nicht gegenseitig helfen? Genau. Ja. Das ist auch so, diese Community zu stärken, so, weißt du, ich meine. Weil ich habe das Gefühl, damals so, da gab es immer vereinzelte Leute, so, die was gemacht haben, die sich versuchen zu verbinden, so, aber da war nie so eine Community, wo man sagen kann, okay, ey, es sind jetzt mehr als 10 Leute oder 20 Leute, die einfach, wo man einfach hingehen kann, wo man einfach sagen kann, ey, Bruder, kannst du mir da und da helfen, kannst du mir das machen, so, weißt du, sondern jeder versucht irgendwie seinen Schnapp zu machen. Du weißt ja selber. Es ist doch umso schöner, wenn man sich gegenseitig hilft. Weißt du? Und wenn du ihm jetzt eine Plattform gibst, mir eine Plattform gibst, und gleichzeitig kann man vielleicht irgendwann auch was zurückgeben. Und so ist es so ein Kreislauf, wo man sich einfach gegenseitig so ein Stück weit auf dem Weg, wohin auch immer er führt, einfach unterstützen kann. Genau. Weißt du? Und das ist eigentlich das Schöne daran. Weißt du, man muss nicht jeder so sein Süppchen kochen und gucken, dass er irgendwie alleine nach oben kommt, Hauptsache ich schaff's. Ja, ja. Nein, warum?
helfen sich gegenseitig, nicht, ja. sich geben, ja. Und dann wird man auch wieder irgendwann was zurückbekommen. Ja. Ist so, ist wirklich so, ja. Gerade aus der gleichen Gegend kommen, also aller Liebe. Ja. Die Wege sind ja kurz. Ja, ja, ja. Ja. Wie es war in Mainz und so. Das stimmt, ja. Ja, sonst, was sind so deine Ziele so für dieses Jahr? Was hat ja nicht schön angefangen. Für uns alle. Ach, Digga, ich muss sagen, ich glaube, das Leben bietet so viel. Ja? Und ich glaube, wenn man jeden Tag ein Stück weit das machen kann oder den Tag sich so gestalten kann, worauf man Lust hat, mit dem Lächeln, ich sag mal in Anführungszeichen, klar geht's nicht immer, aber wenn man Dinge machen kann, worauf man Bock hat, weißt du? Wenn man mal bei dir zu Besuch kommt. Ja. nein, dann ist das schon, ich glaube, ein sehr, sehr großer Schritt so in Sachen, ich will jetzt nicht glücklich werden nennen, aber einfach, dass man Spaß ein bisschen erleben hat. Und wenn man etwas Spaß hat, glaube ich, dann wird man auch immer in der Sache auch besser werden, gut werden und wird immer ein Stück weit weiterkommen. Ja. Ja. Und jetzt so auf mein Bispo bezogen, ist es so, dass jetzt noch ein paar, also genauer gesagt 3 Kollektionen dieses Jahr noch kommen. Und gucken wir mal, wie es mit Corona sich alles entwickelt. Ja. Ja. Aber damit verbunden natürlich auch Events. Ja. Und genau, das ist jetzt so der Plan für dieses Jahr. Und genau, das ist jetzt erstmal so die Geschichte. Ja. Also, es wird noch ein bisschen was kommen dieses Jahr. Und ja, müssen dann nochmal in die Türkei und die Sachen angucken, wo es. Also kommt eine ganz andere Kollektion oder? Genau, jetzt kommt im Sommer was. Mhm. Ja, also Ende Mai, Anfang Juni. Mhm. Jetzt ist auch raus, ja. genau, da ist der Plan, dass da was kommt. Und genau, deshalb waren wir doch vor kurzem da. Haben die Stoffe, haben so die letzten Details so ein bisschen besprochen. Okay. Ja. Jetzt gucken wir uns noch die Samples nochmal an, wenn sie hier sind. Ja. Gucken wir mal, wie sie fitten, ja, wie sie ausfallen. Und wenn alles passt, dann wird es bald wieder ernst. Ja. Dann geht es bald wieder los. Ja. Und wer designt eigentlich eure Sachen so? Also bist du das, der die designt? Ja. Also wir haben ja mittlerweile auch ein kleines Team. Okay. Und genau, ich mache das. Der Nelo ist noch mit an Bord. Mhm. Der unseren Instagram-Content eigentlich hauptsächlich macht, zusammen mit dem JP. Mhm. Das ist so unser kleines Team mittlerweile. Und, ist auch Videograf, ja. Genau, ist auch Videograf, genau. Macht das auch sehr, sehr gut. Ja, schon sehen, ja. So hat sich das alles so ein bisschen bei uns entwickelt. Ja. Also wir sind, Perk und ich haben das Ganze so ein bisschen ins Leben gerufen. Mhm. Ja, und jetzt haben wir so ein Stück weit einfach durch die beiden jetzt auch wirklich eine tolle Unterstützung, die sich auch unglaublich helfen, muss man ganz ehrlich sagen. Also die wirklich ganz, 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 ganz tolle Sachen machen. Und wo du immer guckst und denkst, wow, was haben die beiden jetzt schon wieder auf die Beine gestellt. Ja. Und das ist echt schön. Das ist wirklich auch schön zu sehen, wie man sich selbst entwickelt, wie sich das Team so entwickelt. Ja. Und wie man so zusammen dann so ein Stück weit den Weg so gemeinsam geht. Ja. Ja. Das ist schön, ja. Und Design, also tust du dann ganz normal? Genau. Und was machst du das? Also, kennst du dich schon damit aus? Es gibt wie machst du das? Also, kann mir das nicht bei dir gerade vorstellen. Was machen wir? Tatsächlich ist es so, dass es gibt Illustrator, falls das kennst. Ja, ja. Genau, und wir haben noch einen Mann, der heißt Uwe. Er auch ein sehr, sehr guter Mann, der in Anführungszeichen die ganzen Dinge dann visualisiert. Also oftmals sitzen wir auch im Team zusammen, überlegen, wie kann man es machen, ja, was kann man Cooles machen, und dann ist es oftmals so, dass ganz, ganz viele Eindrücke, ja, die man dann so auf Instagram sammelt ein Stück weit, ja, und da markiert man 100.000 Sachen, wirklich, hab Alben auf meinem Handy, ja, und dann gehst du so alles durch, ja, und dann wirfst du es mal so in die Runde, was haltet ihr davon, ja, und dann kommt positives Feedback, dann kommt negatives Feedback, ja, und dann überlegst du so ein bisschen. Ja, und dann ist es im Endeffekt so ein Projekt dann, wo jeder so ein Stück weit auch mal was in den Raum werfen darf, seine Meinung kundtun kann. Und am Ende entsteht dann das, was, wo wir sagen, okay, das ist genau so, wie wir es uns vorstellen. Ja. Ja.
Und so passiert das dann, ja. Aber im Endeffekt musst du es dann auch getragen sehen. Ja, also, ich sag mal, am PC kann man sich viele Sachen angucken. Mhm. Ja, kannst auch viel malen, kannst viel rumexperimentieren. Aber am Ende musst du es dann kommen. Ja. Und wenn du es an dir selbst siehst, dann sagst du, okay, Digga, das ist fresh, das ist cool. Ja, und wenn es kacke ist, sagst du halt, okay, müssen wir noch überarbeiten, die ganze Geschichte. Ja. So ist das, ja. Wie kamt ihr, also, was mich jetzt gar noch gerne interessieren würde, wie kamt ihr eigentlich auf den Namen White Whisper? Gute Frage, ja. Ja, wie ich eben gesagt habe, war das damals, als der Perk überlegt hat, okay, wie schafft man es, diese Werte so ein bisschen nach außen zu tragen, ja, beziehungsweise eventtechnisch, wie kann man das so ein bisschen präsentieren. Mhm. Und damals war so die deutsche Version davon Goldgeflüster. Mhm. Ja. Darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil das war noch ein Projekt aus der Bord. Ja. Ja, hier kommen die Internas heute raus. Ja. Können wir verzeihen mir. Ja. Genau. Und so dahin entgehen haben wir ja so ein bisschen weiterentwickelt, die ganze Geschichte, wo ich gesagt habe, okay, wie machen wir das mit der Mode? Und kam dann so ein bisschen dahin, okay, wir wollen diese guten Werte, die wir so ein bisschen halt so ein Stück weit nach außen tragen, wollen wir über so einen unterschwelligen Reiz einfach den Leuten über die Klamotten so ein bisschen mitgeben. Ja, und dann kamen wir Geflüster, breites Geflüster. Ja, soll ja möglichst viele Leute irgendwann erreichen. Ja, ja. Und so kam dann White Whisper zustande. Ja. Warum habt ihr es nicht auf Deutsch ausgewählt? Oder international, du weißt doch, ja. Diese. Ja, aber. So ist das entstanden, ja. So ist das entstanden, die ganze Geschichte, ja. Was steht bei dir dieses Jahr noch an? Bei mir dieses Jahr, boah. Also viele Videos einfach drehen. Ja. Also einfach machen. Ich habe mich halt mit dir auch privat nochmal unterhalten und auch gesagt, ey, viel machen einfach. Mhm. Versuchen viel zu machen, viel Videos zu drehen und gucken, wo es sich hinführt. Mhm. Und wir haben ja auch nochmal was vor. Ihr werdet euch alle überraschen lassen. Ja. Ja. Und ja, einfach versuchen, einfach vieles rauszuholen. Mhm. So versuche ich jetzt ein bisschen, ja, sag ich mal, im Monat, sag ich mal, 2 Videos rauszuholen. Sehr schön. Und dann einfach zu gucken. Ja. Oder ist ja auch eine schöne Plattform hier, ja. Ja. Ist wirklich eine schöne Plattform, ja. Deswegen hat mich auch gefreut, dass du heute dir Zeit genommen hast. Oder vielen Dank für die Einladung, ja. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir werden auf jeden Fall noch eins machen. Wann? So machen wir das. Wann? Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal. Und ja, man, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du hergekommen bist. Bro. Ah, ja, oder Corona, du weißt. Nicht vergessen, Hände waschen. Bleib gesund, ja, bleib gesund. Ja, bleib zu Hause, auf. Quarantäne. Und, ja, Mann. Hast du noch was zu sagen zu Corona? Was oder Leute bleibt da? Bleibt mehr Zeit für Videos, oder? Jetzt ja. Zum Angucken vor allen Dingen, ja. Stimmt, letztes Mal profitiert, ja. Ich muss jeden Tag Ja, Mann. Bleibt alle gesund und pass auf euch auf, ehrlich, ja. Pass auf euch auf. Schön Hände waschen. Ich vergesse es. Ja. Viel trinken. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Talk.